Herzlich willkommen zu Contura Insights, dem Unternehmer-Podcast. Heute sprechen wir über Hereus, einem Familienunternehmen aus Hanau, das vor 170 Jahren aus einer Apotheke heraus entstand. Ich freue mich ganz besonders auf Sie, Herr Dr. Hereus, dass wir heute über Ihre Erfahrung als Unternehmer, über die Faszination für Asien, aber auch über das Management eines weitverzweigten Familienclans sprechen. Viel Spaß! Contura Insights, der Unternehmer-Podcast. Unternehmerlegenden, Nachfolger und Newcomer im Gespräch. Was treibt sie an? Was treibt sie um? Was sind die großen Learnings ihres Lebens und wie gehen sie mit Herausforderungen um? All das und mehr präsentiert von Contura, dem Family Office. Herzlich willkommen, Herr Dr. Hereus. Sie haben Ihren Familienkonzern Hereus einmal als explodierte Apotheke bezeichnet. Ja. Was macht Hereus denn heute? Ja, wir haben uns jetzt konzentriert auf eine Fülle von Materialien im Hightech-Bereich, von zur Produktion von Lichtleitfasern, also Glasfasern, Edelmetall, nicht nur Gold, sondern die Platin-Gruppenmetalle, Platin, Rhodium, Ruthenium, Osmium, Iridium, alles, was jetzt gebraucht wird. Das sind nicht seltene Erden, das sind auch nicht die NE-Metalle, wie oft gemacht werden. Wir machen Knochenzement für Knie- und Hüftoperationen, wir machen Medizinteile für den Herzschrittmacher, Führungsdrähte. Das ist also immer, wo es schwierig wird in der Elektronik, jetzt für 5G. Das sind so die Produkte, auf die wir uns spezialisieren. Ihr Vater Reinhard hatte das Unternehmen ja 40 Jahre sehr stark geprägt und dann sind Sie, ich glaube 1964, ins Unternehmen eingetreten und dann auch irgendwann in diese ja wahrscheinlich recht großen Fußstapfen eingetreten. Was hat Ihr Vater mitgegeben und wie hat sich das entwickelt damals? Mein Vater und mein Onkel, die hatten seit, ich glaube, 1929 das Unternehmen geführt. Ziemlich stringent. Mein Vater meinte immer, dass er es allein macht, aber mein Onkel hat auch ein großes Herz. Also die haben sich eigentlich gut ergänzt, wenn sie das auch gegenseitig nicht so geschätzt haben, glaube ich. Und für mich war, ja, es ging eigentlich immer nur um die Firma. Schon als Kind beim Essen, beim Spazierengehen, es gab eigentlich kein anderes Thema. Mein Vater auch dann nach dem Krieg um 20 nach 7. Die Tasche war schon immer gepackt, 20 nach 7 ging er aus dem Haus, 7:30 war Arbeitsbeginn. Das war etwas, was mir schwer fiel am Anfang. Ich habe ja an der Uni gearbeitet als Assistent am Lehrstuhl in München. Da musste man auch viel arbeiten, aber nicht schon morgens um 7:30. Und ich kam meistens mit etwas Verspätung. Mhm. Mein Vater fragte dann eines Tages, war ein schwarzes Kästchen auf meinem Schreibtisch und ein Licht leuchtete. Mein Vater sagt, drück einfach drauf, wenn du kommst. Ich war meist mehr 7:45 oder 7:50 da und habe dann gesagt, ich war schon im Betrieb und bin schon mal rumgelaufen. Und sagt er, nee, man geht erst ins Büro, zeigt sich, dass man pünktlich ist. Das war ja feste Beginnzeit. Das war so die erste Lehre. Dann war ich pünktlich, das mochte mein Vater nicht. Aber was er mir mitgegeben hat, war ein riesiges Vertrauen. Er hat drauf gesetzt, hat sich auch nie um meine Schule gekümmert. Er sagt, du musst Abitur machen, du musst studieren, du musst promovieren, du musst Englisch, Französisch, Schreibmaschine und Steno lernen. So. Und das hieß, also du musst studieren, dass du gut genug bist, nach dem Diplom auch zu promovieren. Und das alles in einer Zeit ohne Zusatzsemester. Das habe ich ihm versprochen und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe ziemlich, wenn ich heute so höre, was andere beim Studium alles gemacht haben oder ich die Schlager der damaligen Zeit nicht alle erkenne, weil ich es eigentlich nie gehört habe, dann merke ich, dass ich da vielleicht auch was versäumt habe. Aber naja, das Leben ist trotzdem eigentlich gut gelaufen. Ja, ich meine, es war ja die Nachkriegszeit damals, also Hanau, aber auch, glaube ich, Hereus als Unternehmen lag mehr oder weniger in Trümmern und musste dann wieder neu aufgebaut werden. War das für Sie ganz natürlich, dass Sie dann diese Aufgabe auch weiterführen von Ihrem Vater? Es war so, dass mein Onkel hatte keine Kinder. Das war
sicher günstig für mich. Und ich hatte einen Bruder, der 6 Jahre jünger war, insofern. Und das war damals eine ziemliche Selbstverständnis. Mein Vater führte das Unternehmen sehr streng, sehr stramm. Die Gesellschafter vertrauten ihm. Der Geschäftsbericht, habe ich mir gerade neulich nochmal angeschaut, war knapp 2 Seiten. Also da stand nicht viel drin. Und da war das ganz, eigentlich ganz natürlich, dass ich der Nachfolger, gab es gar keine Diskussion. War natürlich aus heutiger Sicht, ja, für mich war das natürlich gut. Ja, die Frage, die sich mir dann immer stellt, ist, wenn man dann, also es ist einem ein Stück weit in die Wiege gelegt worden, es war immer klar, man wird ins Unternehmen gehen, dann fängt man an. Wie lernt man das denn dann? Also oder lernt man das dann beim Tun oder wie, ja, wie wird man zum Unternehmer? Mein Vater hat die Latte schon hochgelegt, auch wenn er fragte, wie war dein Abitur, sag, ordentlich, wie viel warst du, wie viele warst du, sagte der 7. von wie viel, von 21, okay, ich sagte, ich war auch der 7., aber der 8. ist durchgefallen, so. Aber dann sagt er, wenn du das Studium nicht packst, dann kannst du irgendwo ein gutes Handwerk lernen, kannst du auch im Unternehmen, damals konnte man auch noch mitarbeiten. Mhm. Aber wenn du oben hin willst, dann musst du stramm sein, dann musst du was leisten. Und überprüf dich immer selber. Das war schon. Und ich bin ja nicht oben eingestiegen. Also, so manche denken ja, hat man eine gute Ausbildung, dann kann man gleich oben, weiß man alles. Das war es nicht. Mhm. Und das Größte, am Beginn dann habe ich 2 Jahre, heute mal würde ich sagen, eine Trainee-Zeit gemacht, fast 2 Jahre, durch alle Abteilungen, durch den Außendienst, alles. Und mein Vater, ich unterstand dem ein anderer Geschäftsführer dann noch da, nach meinem Onkel, nicht Gesellschafter, dem unterstand ich, aber eigentlich habe ich an meinen Vater berichtet, konnte abends immer fragen, warum ist das so? Und er sagt, bleib in jeder Abteilung, solange bis du es verstanden hast. Mhm. Die Lochkartenabteilung, das war ja damals, muss man sich vorstellen, ne? hatte ich Schwierigkeiten, Buchhaltung. Was ich, Ersatz, Reparatur, Ersatzdienst, Außendienst, gereist, überraschend gekommen, ich sage, hier bin ich, zeigen Sie mal, was sie diese Woche vorhaben. Der eine hatte minutiös geplant, der andere hatte nichts auf dem Kalender. Da dachte man, muss immer sehen, wer der Kunde anruft, muss man zur Verfügung stehen. Da habe ich enorm viel gelernt. Und was ich da gelernt habe, was ich heute auch immer noch wieder sage, dass, sag mal, der große Mittelbauch der Mitarbeiter ist eben nicht so, wie man sich das vorstellt, wenn man an der guten Universität studiert hat, wenn man vielleicht hinterher bei BCG oder McKinsey war, wenn man nur mit Peers zusammen war und dann glaubt, jetzt kennt man ein Unternehmen. Mhm. Wenn man in der Beratung bleibt, ist das okay. Wenn man in ein Unternehmen will, geht es ja oft schief. Man denkt, man ist auf Augenhöhe oder gibt es vielleicht 1%, 2% der Mitarbeiter, die da sind, aber mit denen hat man nicht so viel zu tun, wenn man die anderen nicht erreicht. Mhm. Und das habe ich da gelernt. Ich habe große Achtung vor den Mitarbeitern bekommen, die ja, alle loyal waren, die ihr Bestes gegeben haben. Manchmal dachte, mein Gott, das könnte man doch vielleicht auch anders machen. Mhm. Und ich habe dann auch so Feedback mal von Gesellschaftern bekommen, als ich mich auch irgendwie aufgeregt habe. Sagt, oh Gott, was das ist wieder. Da sagte, wenn der das könnte, so wie du, dann würde der gerne deinen Platz haben. Mhm. Ich glaube, Sie haben ja dann dem Unternehmen eine Konzernstruktur oder eine Holdingstruktur verpasst. Viel später, ja. Dann. Also ich habe ja lange, wir hatten ja dann, nachdem mein Vater aufgehört hat, einen Nicht-Gesellschafter als Geschäftsführer, einen exzellent, Herr Dr. Gruber, der schon im Unternehmen war, Träger des Ritterkreuz mit und so weiter und Rommel, das war also ein richtig, mit 23 Jahre war er damals, also mit Brillanten und dem, was das dafür die höchste Auszeichnung gehabt. Und der war Physiker, Draufgänger, und mein Vater sagt, passt da ein bisschen auf, der glaubt auch, dass er über dünnes Eis gehen kann. Dann musste so, aber das war eine wunderbare, und als ich dann gekonnt hätte, wenn ich dann die Nummer 1 geworden wäre, dann wäre er gegangen, das wollte ich nicht. Und dann bin ich der Stellvertreter geblieben. Hat dann immer gesagt, er ist die Nummer 1 und ich habe den Namen. Mhm.
Insofern war das eine ganz tolle Zeit. Und er hatte das Selbstbewusstsein, damit umzugehen. Ja, genau, genau. Wusste auch, dass manches nicht ging, wenn ich es nicht wollte. Er war angetan von Südamerika, liebte nach Brasilien und auch sagte, was war das so schön und da können wir doch auch ein Unternehmen. Ich sage, also Brasilien, ich weiß nicht, wenn die Leute, wenn der Partner gut ist, dann ist er ein Gauner und wenn er nicht gut ist, dann kann er es auch nicht. Also Inflation war damals ja mit dem Real, das war alles, und sagte, da war ich dagegen und da hat er es auch gelassen. Also sag mal, insofern hatte ich da schon so einen Nothalt. Ihr Blick ging, glaube ich, dann sehr früh eher in die andere Richtung, nach Asien und nach China. Ja, erst ging sie nach Amerika. Ah, okay. Man muss sich vorstellen, ein Gesellschafter von uns war Herr Engelhardt, der mal ein Mitarbeiter war, dann 1890 nach USA geschickt wurde zur Wahrnehmung unserer Interessen, der dann zwei Unternehmen gekauft hat, an denen er sich beteiligt hat. Also wir haben es gekauft, er hat sich beteiligt, damit wir sehen, und ist im Ersten Weltkrieg enteignet worden und so kam er dann. Wir hatten kein Geld, er hat uns Geld gegeben und er war dann mit 15% Gesellschafter. Und die hatten nach dem Krieg, muss man sich vorstellen, mit meinem Vater eine Abmachung, Engelhardt geht nicht nach Deutschland und wir gehen nicht in den Rest der Welt. Das fand mein Vater großartig, weil Deutschland war zerstört, die Firma war zerstört. Er sagt, wenn die hier nicht, das ist der größte Wettbewerber weltweit, wenn der nicht nach Deutschland kommt, dann haben wir hier einen Markt für uns. Ja. Und deswegen waren wir ein bisschen spät in Amerika und ich habe dann erst Amerika mit aufgebaut, mit großen Schmerzen. Der Dollar war damals 4,20 Mark und wir haben da Verluste gefahren. Und dann gegen diesen Wettbewerber dann? Gegen den Wettbewerber haben dann auch Leute von denen, aber das waren die drittklassigen Leute, die wir bekommen haben. Keiner kannte Herrius, we can't spell it. You put it in either way und so weiter. Ich war selbst zwei Jahre drüben, merkte dann, dass mein Englisch per Telefongesprächen und Verhandlungen mit der Bank schon also nachholbedürftig war. Und da haben wir viel Geld verloren am Anfang. Wir haben das nicht gut hinbekommen, haben auch nicht gute Besetzungen gehabt. Ich war ja nicht die Nummer eins hier, wurden dann auch so mittelmäßige Leute rübergeschickt, die dann aber hier erschienen als mit der Präsident der Vereinigten Staaten, nicht? Die berichteten dann und also wenn man das rückblickend sieht, war das schon, naja gut, man war viel kleiner, es war alles neu, es war schon sehr amateurhaft. Ja. Und, aber wie haben Sie es denn dann gelöst? Weil es ist ja dann irgendwann sehr erfolgreich das geworden. Ging, ja, na gut, man musste, sag mal, den Mut haben, dran zu bleiben. Die Verluste haben uns nicht umgebracht. Die waren sehr, sehr unangenehm, aber wir waren so gut auf anderen Gebieten, das hieß, wir müssen da bleiben. Dann kam als nächstes Japan. Da war ja damals die große, von China sprach ja gar keiner. Dann kam Japan, Franzosen sagten, man muss nach Japan, die Japaner, da bewegt sich die Welt. Und mein Vater, noch Aufsichtsratsvorsitzender, der machte dann eine lange Reise nach Japan und sagte, also da geht die Sonne auf, aber da geht's auch unter. Also, die sehen alle gleich aus, die nicken mit dem Kopf und sagen, wir denken ja, ist das bei denen ein Nein, da brauchen wir nicht hin. Und der Dr. Gruber hat gesagt, das müssen wir. Japan hat, ist eine Technologie ganz. Er war das, der damals Japan. Das Joint Venture gibt es heute noch, aber mühsam. Das heißt, war die Idee der internationalen Expansion dann, dass man ein Land nach dem anderen gemacht hat? Das war die Technologie. Wir sind immer der Technologie nachgereist. Das war in den USA, war das die Halbleiterentwicklung, wo wir mit unserem Quarzglas dann kleine Jobs aufgemacht haben, um für die Halbleiterindustrie die Boote und so weiter zu machen. Die wanderte dann nach Irland und dann ging es dann los. Auf einmal Technologie war Japan. Ja. Nicht Halbleiter, sondern überhaupt Elektronik und so weiter. Die genau das gemacht haben, was den Chinesen heute vorgeworfen wird. Die haben kopiert, die haben gewartet, bis sie alles noch hatten und dann haben sie
einen Stuhl vor die Tür gesetzt. Es gibt ganz wenige ausländische Unternehmen oder Joint Ventures. Freudenberg ist ein gutes Beispiel. Die anderen sind alle rausgekickt worden. Wir hatten auch ein großes mit Furukawa. Die haben das parallel, haben da dann ihre eigene Sache gemacht und haben die Joint Venture austrocknen lassen. Und auch das, was wir jetzt haben, ist 50-50, aber wir haben da nichts zu sagen. Das ist jetzt in China oder in Japan? In Japan. Naja, ich meine, deswegen muss man immer sagen, was dann den Chinesen vorgeworfen, dass sie kopieren, das haben die Japaner genauso gemacht, die Koreaner haben es gemacht. Wir hätten auch ab und zu mal vielleicht kopieren sollen. Ich meine, heute, so wie der Heraeus-Konzern heute dasteht, erwirtschaften sie ja, glaube ich, fast 40% in Asien, wenn ich es verstanden habe. Also können Sie ein bisschen vielleicht dazu sprechen, was bedeutet das eigentlich kulturell für ein Unternehmen, wenn man von so einem ursprünglich mal sehr starken Heimatmarkt dann expandiert in andere Bereiche und dann irgendwann auch die Ergebnisse hauptsächlich aus anderen Ländern kommen. Wie hat sich das in der Unternehmenskultur dann wieder gespielt? Problem ist, dass die Zentrale das nicht versteht. Die Zentrale immer noch meint hier, der Betriebsrat sagt, das Herz schlägt in Deutschland. Haben sich wahnsinnig schwer getan und tun sich heute auch noch schwer. Manche erkennen es. Ein Betriebsratsmitglied, der auch im Aufsichtsrat war, der sagt, wenn wir in Deutschland so weitermachen, haben wir Glück, wenn wir die verlängerte Werkbank von China bleiben. Ja. Also manche erkennen das, aber ideologisch ist das natürlich gar nicht so. Und ich habe dann in Hongkong, das war dann eigentlich mein Weg, ich habe das schon gesehen, dass da langsam was kommt. Da haben wir in Hongkong angefangen und dann war ich mit dem BDI auf einer Reise in China zum ersten Mal. Ich dachte, die machen Gummischuhe und Feuerwerkskörper und dann habe ich gesehen, was da ablief. In welchem Jahr war das? 92. Deng Xiaoping hatte ja schon Dings und ich habe da Unternehmen gesehen, wo ich dachte, das wusste ich gar nicht. Ich habe gesagt, jetzt müssen wir anfangen. Und wenn man das heute sieht und in den letzten Jahren sieht, ist die neuesten Technologien, wo wir unterwegs sind, finden wir keinen Partner in Europa. In Europa. Gar nicht mal in Deutschland, das auch nicht. Das ist Taiwan, das ist Korea, Singapur. Deswegen sind wir dort. Wir haben nie dort was produziert, um es hier in Europa oder irgendwo zu verkaufen, billige Löhne oder sowas. Wir haben das produziert, was dort braucht und heute machen wir Entwicklungen dort und so. Die ganze Solartechnik, die Solarindustrie. Was heißt es, die Chinesen haben das durch den Staat unterstützt. Ja. Wenn ich mal gucke, was die Subvention hier in Deutschland war für die Solarindustrie und die Solardächer und den Strom und alles. Also dann wurde immer klein geredet. Wir sind hier, leider Gottes, hauen uns die Chinesen übers Ohr und so weiter. Nein, die arbeiten wie die Wilden, die haben, also kann natürlich nicht alles akzeptieren, was sie tun, aber die machen es eben anders. Und wenn wir glauben, dass wir solche Länder ändern können, das haben wir in Afghanistan, das haben wir jetzt in Tunesien, in Marokko, in Ägypten, in Libyen, überall haben wir es erlebt und wir meinen immer noch, wir müssen wie die Missionare, wie damals die Katholiken glaubten, die Welt katholisch zu machen und die Leute umgebracht haben. Das läuft nicht. Ja. Jetzt, wenn man von außen auf den Konzern guckt, hat man ja den Eindruck, also es sind ganz, ganz unterschiedliche Technologien, die da zum Einsatz kommen, die da entwickelt wurden, wo man eben Lösungen für anbieten kann. Was ich mich dann immer frage, ist, es ist eine gewisse Risikodiversifizierung, die Sie dann auch betreiben, über eben diese unterschiedlichen Produktkategorien. Wie denken Sie grundsätzlich über dieses Thema nach? Weil gerade bei börsennotierten Unternehmen hat man ja oft den Eindruck, wie soll ich sagen, da wird eigentlich versucht, da findet man eher Konzerne, die etwas einfacher strukturiert sind, während man bei Familienunternehmen ja auch teilweise wirkliche Gemischtwarenläden vorfindet. Deswegen gehen wir auch nicht an die Börse. Ja. Nicht? Also auch die Ratingagentur straft uns ab mit vielleicht einem Punkt oder einem halben Punkt, weil wir auf so vielen Gebieten sind. Also ich sage mal, ein 8-Zylinder
Motor, da kann man ein, zwei Zylinder ausfahren, fährt man immer noch, wenn man ein oder zwei Zylinder hat. Und das haben ja jetzt viele Unternehmen erlebt. Mhm. Alle, die im Covid irgendwo plötzlich ein Problem bekommen haben, die kriegen dann Starthilfe, was natürlich auch nicht grosso modo in Ordnung ist. Sagen wir mal, wenn ich das bei der TUI sehe, die überlebt sowieso nicht, die kriegt jetzt noch Geld nicht. Die hat kein Geschäftsmodell, die hat sich nicht angepasst, hat aufs falsche Pferd gesetzt. Mhm. Die ganzen Autozulieferer, die sich zum Teil damit auch wieder spezialisiert haben, was natürlich die Rendite hochbringen kann, wenn man ein Produkt hat und das kann man dann und so weiter. So, aber wenn dann dort was passiert oder die Technologie sich schneller ändert, als man denkt, dann sitzt man ein bisschen dumm da. Ja. Wie verhindert man denn, dass man sich dann verzettelt? Ja, indem man schon darauf achtet, dass man nur die Bereiche behält. Also auch die Bereiche müssen groß genug sein. Man muss sich auch mal von welchen trennen können. Was schwer fällt in einem Familienunternehmen, wissen, ich habe ja damals sehr, sehr viel verkauft, wo sich auch die Gesellschaft damit identifizieren konnten, die Höhensonne, die OP-Lampe, die Zentrifugen, jede, Herr Rios, ja wohl überall, wo der Name drauf stand, das gefällt ja dann einem Gesellschafter. Ja, heute kennt uns vom Volk niemand, weil der Name nirgends steht. Nicht? Also, aber die Bereiche müssen in sich rentabel sein und sie müssen auch jetzt der Gesamtbeitrag, wenn sie selbstständig sind, muss groß genug sein. Denn um die kleinen Dinge muss man sich genauso kümmern wie um die großen. Ja. Ja. Also da hätte man vielleicht bei uns, hätte ich auch oder so, man sich vielleicht vom einen oder anderen noch schneller trennen sollen, aber da muss man aufpassen, das ist ja richtig. Wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, die Unterschiede börsennotierter Unternehmen und Familienunternehmen, das ist ja ein großer Unterschied, dass Familienunternehmen eben Familien gehören, im Grunde genommen eine stabile Gesellschafterstruktur in der Regel haben. Bei Hereus haben Sie ja eine sehr, sehr große Anzahl an Gesellschaftern, 220, glaube ich, ungefähr. Das, was Sie gerade geschildert haben, wie soll ich das sagen, wie managen Sie oder wie kann man denn dann so eine große Familie gleichzeitig zu dem operativen Geschäft, muss man die ja auch managen? Wie sind Sie mit diesen Themen umgegangen? Naja, ich kriege ja manchmal gesagt, oh Gott, über 200 Gesellschafter, da ist meine Antwort, das ist vielleicht besser als drei. Ja. Das Entscheidende ist, dass wir haben einen ganz klaren Familienkodex, vor 15, 16, 17 Jahren, glaube ich, erst einmal gemacht, der alle 5 Jahre überarbeitet wird, wo klar geregelt wird, was die Familie darf mit dem Unternehmen und was er nicht darf, was man von der Familie als Gesellschafter erwartet in Haltung und so weiter, wer mitarbeiten darf und welche Gremien es gibt. So. Und das ist akzeptiert. Es darf also kein Gesellschafter im Unternehmen mitarbeiten, das sei denn ganz oben, aber nicht überall und so weiter, weil das immer Anlass zum Familienstreit ist. Und dann sagt der Hans ist aber nicht so toll und dann sagt er, ja, aber die Dorothee, die ist ja genauso. Also das haben wir gelernt. Nach dem Krieg waren da ganz viele drin, das hat man ausgeschwitzt, aber das kann man nicht nochmal machen. Ja, das bewegt ja viele Familien. Die Frage Fremdmanagement, ja oder nein, oder sozusagen Familienangehörige, ja oder nein? Ja, Management ist, sagen wir auch, es ist wünschbar. Wir wünschen, dass das Unternehmen von einem Gesellschafter geführt wird. Wenn das nicht geht, dann der Aufsichtsratsvorsitz. Wenn da auch keiner da ist, dann muss man sich überlegen, ob man noch Best Owner ist. Genau. Und ich denke mal, aber die Mitwirkung der Gesellschafter, die muss ganz klar und deutlich gemacht werden, und das klappt eigentlich leichter, wenn man nie Verluste macht. Ja. Das klappt dann, wenn die Gesellschafter nicht von der Dividende leben. Deswegen schreiben wir auch, wir erwarten, dass jeder seinen Wurf hat. Die Dividende kommt obendrauf.
Die Dividende ist nicht so üppig, etwa über den Daumen 25% des versteuerten Gewinns, der ausgeschüttet wird. Ist immer noch schön, aber es gibt jetzt immer mehr Gesellschafter, also da kommt bei Fall bei manchen nicht so furchtbar viel an. Deswegen wäre eine Vermögenssteuer tödlich und wäre auch, ist auch eine Erbschaftssteuer, würde ein solches Unternehmen ruinieren, weil das, sag mal, ausgeschüttet werden muss. Die Gesellschafter haben das Geld gar nicht. Die können es nur über die Dividende bekommen. Gibt es dann auch das Thema, dass einzelne Gesellschafter dann sagen, naja, wenn ich mir das hier angucke und Ausschüttung kriege ich auch nicht so richtig, ich möchte meine Anteile gerne verkaufen? Ja, können Sie machen. Der Preis, der Anteilspreis, die Preisobergrenze, wie wir das auch genannt haben, wird jedes Jahr errechnet, bekannt gegeben und es wird gehandelt. Man kann verkaufen und man haben dann einen internen Markt, wo dann die Nachfrage meist größer ist als das Angebot. Mhm. Und die kriegen innerhalb von 2 Monaten kriegen sie ihr Geld. Und das ist ein fairer Preis. Der ist nicht gerade verkaufsfördernd, aber er ist rechtssicher. Ja. Und das ist auch ein großer Fehler, den viele Familien und dann, also viele, ich weiß nicht, aber schon eine ganze Reihe, dass sie dort, sag jetzt mal, irgendwo den Nominalwert oder sag jetzt mal irgendeinen Preis nennen, der einfach nicht gerichtsfest ist und zum Ärger führt. Da gibt es immer einen Verwandten, gibt es immer einen Anwalt heute, der sagt, da kann man doch viel mehr rausholen und da gibt es Scheidungen und so weiter. Also das muss ein fairer Preis sein, der aber nicht, sag jetzt mal, so. Und wir vergleichen die dann mit den Börsenwerten und so weiter. Und dann sieht man, dass man über die Jahre, wir machen da nicht so zuck hoch, aber wir sind auch nie runtergegangen. Okay. Ist vom Finanzamt bisher anerkannt. Und das gibt eine große Sicherheit. Ja. Und Leute, da will mal einer für 300.000, 400.000 sich irgendwas kaufen und so. Also sagen wir, das hält sich im Rahmen. Mhm. Auch die Ausländer, die ganz weit weg sind, Südafrika, Amerika, Uruguay, das ist für die eine sichere, feste Bank, wo sie sagen, da haben wir was. Die haben noch nie verkauft. Ja. Die haben noch nie was verkauft. Ja. Sie sagten gerade, man sozusagen, wenn dann Familienmitglieder sozusagen im Unternehmen arbeiten wollen, dann aber nur entweder im Grunde genommen im Vorstand oder im Aufsichtsrat. Jetzt haben Sie ja selber 4 Töchter und eine ist jetzt, glaube ich, im Aufsichtsrat. Oder 5. 5 Töchter. 5, Entschuldigung. Und eine ist im Aufsichtsrat. Wir haben im Aufsichtsrat, der Aufsichtsrat war immer professionell bei uns besetzt. Mhm. Mein Vater hat gesagt, nimm keinen Banker, die wollen nur Geschäfte machen. Nimm keinen Anwalt, den kannst du bezahlen, wenn du einen brauchst. Nimm Leute aus der Industrie. Und wir haben von Bosch, von Siemens, von Bayer, sagen wir unseren großen, nicht Kunden, aber sagen wir dem Gebiet Chemie, Elektronik und so weiter, immer im Aufsichtsrat und haben 2 Gesellschaften von den 6, wir haben mitbestimmt, 6 und 6, und von den 6 sind 2 Gesellschafter und 4 kommen von draußen. Mhm. Das hat sich sehr, das ist gut. Und dann haben wir einen Gesellschafterausschuss für dieselben Informationen, wir sind jetzt 8 Personen, der kriegt dieselben Unterlagen wie der Aufsichtsrat, auch zustimmen und so weiter und soll dann vor allen Dingen in die Familien reintragen, das, was sie sagen dürfen und so weiter. Ja. Das Entscheidende ist, dass auch bei der Fülle der Gesellschaft, dass die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat, das ist alles Vertrauen. Das ist Vertrauen und das muss, die verstehen, viele lesen die Bilanz gar nicht, viele wollen das auch gar nicht verstehen. Die wollen, deswegen machen wir auch ein Rating, das sie auch sehen. Haben ein Rating, BBB+, so wie jetzt. Wenn das also ganz viel schlechter wird, dann, ohne dass die Geschäftsführung vielleicht sagen würde, ja, dann haben die so Anhaltspunkte. Mhm. Also ich glaube, das ist, wir haben viele Sachen, die sprachen vorher, die Holdinggründung. Jeder Gesellschafter muss notariell das unterschreiben. Also manche haben gesagt, wenn der Jürgen das so macht, dann wird es schon seine Richtigkeit haben. Nicht?
Ja, da sprechen Sie jetzt einen wichtigen Punkt an. Ich glaube, diese Familienkonzerne auch, die eben diesen einen starken Mann haben, der viele Jahre vorweg rennt, die haben qua Unternehmerkraft, sage ich mal, versammelt sich dann der Rest der Familie dahinter, weil er es vielleicht auch sowieso gar nicht besser weiß, sagen wir mal. Was passiert denn in dem Moment, oder man kann das ja auch bei verschiedenen Familien beobachten, wenn dieser eine starke Mann das nicht mehr macht? Also der ist dann in der Regel, das war ja glaube ich in Ihrem Fall auch so, erstmal dann im Aufsichtsrat und dann aber irgendwann auch nicht mehr im Aufsichtsrat. Dann schüttelt das manche Familien ja durch, weil man diesen Polarstern im Grunde genommen da nicht mehr hat, an dem sich alles irgendwie ausrichtet. Naja, es war ja bei uns so, dass als ich dann aufgehört habe und geglaubt habe, ich habe einen tollen Nachfolger, der im Aufsichtsrat war, richtig von der Degussa ursprünglich kam, richtig gut im Kopf war und alles. Aber der hat das nicht verstanden. Der hatte einen so anderen Führungsstil, misstraute, hatte die Mitarbeiter permanent gesagt, sie haben das letzte Mal aber doch das gesagt und jetzt ist es so und da war, also sagen wir mal, Fehler wurden sofort bestraft und da hat keiner mehr was gemacht. Mhm. Und die Gesellschaft hat ihn gar nicht interessiert. Der Nächste war dann besser, aber der Nächste hat auch keinen Kontakt zu den Gesellschaftern gehabt. Mhm. Also der hatte dann hat einen Antrag für ein Auto. Da sagte ich, ich weiß gar nicht, der hatte irgendein, kein Ferrari, aber irgendein Sondermodell. Und ich dachte, muss das denn sein? Ja, der kostet ja nicht mehr, sagt er, der kostet vielleicht gar nicht mehr, aber der sieht so aus, dass die Gesellschafter gucken, die verstehen ja nicht so viel. Die gucken sie an, die gucken ihr Auto an. Da trug auch ein goldenes Armbändchen hier damals. Und ich sage, da müssen sie so viel besser sein, in der, dass das hingenommen wird. Und so viel besser sind sie nicht. Und dann hatten wir den Dr. Heinrich, der war schon da, der wurde im Zimmer, der heute Schott führt. Das war exzellent. Das ging, also hat das viele Jahre gemacht, ganz ausgezeichnet. Der hat die Ich sag mal, der Fehler, wenn ein Fremdmanager ist, wenn der nicht das Eigentum respektiert. Mhm. Auch wenn viele Gesellschafter nicht klüger sind als er, das kann ja oft sein, aber wenn er deswegen die nicht gut behandelt oder arrogant ist oder ich sage mal, kein Respekt, kann man heute fast nicht mehr sagen, weil der Scholz das jetzt ein bisschen strapaziert, aber keinen Respekt vor dem Eigentum hat. Mhm. Aber der kann noch so doof sein, wenn ihm der Laden gehört, der gehört ihm ja erstmal. Ja. So, dann muss er sehen, damit zurechtkommt oder woanders arbeiten. So. Ja. Also, das war, sag mal, die Erfahrung, die man hat. Und ein Fremdmanager sollte man tunlichst eigentlich aus dem Unternehmen wachsen lassen. Mhm. Ist das auch der zentrale Rat, wenn es darum geht, mit Fremdmanagement ein Familienunternehmen zu führen, zu versuchen, jemanden, den man selber ausgebildet hat. Den man ausgibt, vor allen Dingen kennt, den man charakterlich kennt, den man kennt. Und die Idee, dass jeder draußen da noch besser ist, ich habe mal mit Roland Berger über dieses Thema lange gesprochen, auch mit ihm befreundet, da sagt Herr Rius, 30% der Fälle sind Fehlbesetzung. Und da können sie gar nichts machen. Und dann die nächsten 30 sind so gut wie die sie auch haben. Und wenn sie Glück haben, kriegen sie einen Star. Aber das Risiko ist so groß. Mhm. Welche Bedeutung würden Sie Incentivierungs- und Vergütungsstrukturen zuschreiben? War früher nicht so, ist heute ein Riesenthema. Mhm. Ist heute ein Riesenthema geworden. Ich bin jetzt nicht mehr ganz so nah dran. So, das war bei uns eigentlich in Deutschland kein großes Thema, in Amerika immer schon. Mhm. Und ist heute auch durch die Start-ups, die erfolgreich sind, von den anderen redet ja keiner, aber von denen, die erfolgreich sind, von der Methode, wie heute schnell Geld gemacht werden kann, wie von Millionen und Milliarden geredet wird, wie das Geld eigentlich auf der einen Seite
sprudelt, dass man sich fragt, wo kommt es denn her? Und dann sitzt da einer und sagt, ich bin aber auch, habe doch hier was Tolles geleistet und dann kriege ich 50% oder 46% abgezogen. Und Deutschland kümmert sich um nichts anderes, als wie man die Kuh noch stärker melken kann. Ja. Das ist so, als wenn das Vermögen, Herr Kühnert entblödet sich dann und sagt, also BMW sollte man vergemeinschaften, dann sollte man mal Volkswagen angucken. Das ist das schlimmst geführte Unternehmen in Deutschland. Ja. Jetzt... Also von diesen schlimm geführten Unternehmen weg zu Hereus. Hereus hat ja tatsächlich kein einziges Jahr einen Verlust gemacht. Nee. Gibt es denn Phasen, wo Sie sich ernsthaft Sorgen um das Unternehmen gemacht haben? Naja, teilweise mal schon. In meiner Zeit habe ich den Edelmetallhandel geführt, der ja noch ganz klein war. Und dann hatten wir auf einmal, kam da der eines Morgens und sagte, wir haben eine Schieflage im Dollar. Da ging der Dollar anders. 10 Millionen. Da bin ich gleich zu meinem Vater, der Auslandsvorsitzender war, sagte, mein Gott, was hast du denn gemacht? Ich habe die Position geschlossen. Ich sagte, gut. Dann der Verantwortliche sagte, es kommt schon wieder, das halten wir noch. Sagte, nein, das haben wir jetzt schon 3 Wochen gedacht. Was hast du mit dem Mitarbeiter gemacht? Ich sagte, das ist eigentlich richtig, richtig gut. Das war jetzt ein Fehler, aber ich denke, dem soll man eine Chance geben. Das sagt auch gut, das war hinter der loyalste Mitarbeiter. Nicht? Also ja, das Feuern hätte auch nichts mehr geholfen und so weiter. Also es hat das Unternehmen, und dann war dann ganz interessant, in der Geschäftsführung war dann einer, der sehr ehrgeizig war, der hier dachte, jetzt kann man mal dem Jürgen da einen reingeben. Der sagt, haben Sie es gesagt? Ich habe es schon, mein Vater besprochen, ja, das reicht nicht, das müssen wir dem ganzen Aufsichtsrat sagen. Ja, das überlasse ich dem Aufsichtsratsvorsitzenden, ob er, wie er die Kollegen informiert, das müssen Sie nicht machen. Also ich sage jetzt mal, wenn man selber Angriffspunkte, muss man schon auch aufpassen. Ja. Aber ich sage mal, wenn ein Unternehmen, der Verlust kommt ja meistens über Nacht. Also, dann macht was wirklich so, aber meistens ist es ja schleichend. Und wenn man das nicht sehen will und wenn man das hinnimmt, dann ist ein Problem, das auch meistens nicht so schnell gelöst werden kann. Ja. Also, von außen sieht es ja so aus, dass Hereus immer wahnsinnig viel Wert auf Innovationsführerschaft gelegt hat. Und ich meine, es gibt ja auch dieses Zitat von Ihnen, Tradition heißt, die Flamme voranzutragen, sie bedeutet nicht, die Asche zu verwalten. Ich muss sagen, also man sieht ja bei manchen Unternehmen auch, dass dann, wenn das in der 5., 6., 7. Generation ist, dass es teilweise eher darum geht, zu versuchen, den Standard, den man dann irgendwie erreicht hat, zu halten, aber sozusagen so ein schleichender Prozess des Niedergangs einsetzt, weil man eigentlich nicht mehr sich voll dem Wettbewerb stellen will. Wie denken Sie darüber nach? Wie kann es gelingen, wenn man schon so erfolgreich wie Hereus ist, immer weiter auch da zu bleiben? Ja, indem man, also ich glaube, uns ist es gut gelungen, und nachdem mein Schwiegersohn erinnert, den wir aufgebaut haben, auch mit einer Gießerei, mit einer Titan-Aluminium-Gießerei in Meschede, zusammen mit Honsel, das haben wir da ganz übernommen, und es waren 350 Mitarbeiter im Sauerland, wo es immer geregnet hat, und das war sein Job. Er war vorher bei einer Beratung, hat den gleichen Vertrag bekommen wie der Geschäftsführer, der in Pension ging, den ich sehr ordentlich fand. Ich dachte, bist du zufrieden? Ich sagte, ja, es ist 30% weniger als das, was ich bisher hatte, aber das ist so. Ich weiß, dass ich in der Beratung mehr verdient habe, aber ich werde schon noch kommen. Und dann hat er den Dentalbereich übernommen, dann war er CFO, und dann haben wir mit Herrn Heinrich die Vereinbarung, dass er der Busse, dass mein Ziel ist. Und dann ist Herr Heinrich zu Schott gegangen, und das ist vergleichbar, die gleiche Position sozusagen, und alles in großer Freundschaft. Und Jan Rinnert macht das richtig, richtig gut, und er treibt und gestaltet um, und ich war als Aufsichtsratsvorsitzender
habe ich von meinem Vater gelernt. Er macht das Geschäft und ich passe auf und ich rede mich rein und ich rede auch mich unten mit den Leuten, die dann auch, der ein oder andere ist dann immer frustriert, war bei mir auch. Dann kam der Vorgänger Dr. Gruber und sagte, oh Gott, es bricht ja alles zusammen. Die unterhielten sich immer bei Beerdigungen, wo sie sich dann alle trafen, die alten, früheren. Und jeder Spezi von denen, den ich dann nicht mehr gefördert habe, der hat dann natürlich, so, da sage ich, nichts, jeder muss seine Sache machen. Mhm. Jetzt ist ja in Ihrem Unternehmen eine Sache sehr besonders, nämlich Ihr der Nachfolger oder der jetzige CEO ist ja Ihr Schwiegersohn. Wie sind Sie damals damit umgegangen? Also es ist ja alles, sozusagen hat sich ja alles sehr, sehr positiv entwickelt, aber es ist ja bestimmt eine Frage, die sich die Familie gestellt hat, ob das eine gute Konstellation ist. Also politically ist es nicht korrekt, würde man sagen, es geht ja eigentlich gar nicht. Die Familie war sehr happy damit, weil sie mich damit noch etwas länger so im Beifahrersitz gesehen hat. Und ich habe mich da sehr zurückgehalten. Mein Schwiegersohn hat die Geschäfte geführt, exzellent. Natürlich auch schön, dass wir nicht irgendwie die Verlustsituation auf einmal gehabt hätten. Und ich habe mich zurückgehalten und habe alles getan, die Vertrauensschiene von mir zu ihm zu bringen, und das ist gelungen, und jetzt macht er das seit, deswegen war es auch Zeit, dass ich jetzt bei der neuen Wahl nicht nochmal angetreten bin. Viele Gesellschaften haben gesagt, Mensch, du bist so fit, mach das doch nochmal. Ich sage, es sieht auch nicht gut aus, wenn man von draußen guckt, und heißt, oje, der ist schon 85, Gottes Willen. Nicht? Wie schwer fällt es denn nach 20 Jahren als Aufsichtsratsvorsitzender, vorher ja auch schon im Unternehmen, loszulassen? Der Lockdown hat geholfen. Weil man doch isoliert, vieles ging nicht mehr, viele Veranstaltungen fanden nicht statt. Einladungen, die man sonst vielleicht gerne gehabt hätte, kamen sowieso nicht. Und als ich dann nach anderthalb Jahren das erste Mal wieder geflogen bin, habe ich früher zwei, dreimal die Woche gemacht, glaube ich, habe ich schon mal gucken müssen, wo es im Flughafen eigentlich entlang ging. Das hat sehr dazu beigetragen. Und ja, es war nicht immer, also ich habe, hat auch ein bisschen Disziplin erfordert. Ja, so. Ja. Aber jetzt geht's. ich würde gerne noch ein Zitat von Ihnen noch einmal aufgreifen, was mir gut gefallen hat, nämlich Sie haben auch mal gesagt, Stolpern fördert. Was verstehen Sie darunter? Ja, ich glaube, dass wenn man stolpert oder Fehler gemacht hat oder Dinge falsch eingeschätzt hat, dass man schon ehrlich sein muss, darüber nachzudenken, was dazu geführt hat und was man tun kann, um das nicht ein zweites Mal zu erleben. Also man darf nicht so, wenn ich jetzt die Politiker höre, dass sie in Afghanistan alles richtig gemacht hat, da wird es einem schlecht. Und wenn ich die Automobilindustrie sehe, die lange, lange Zeit alles verschlafen hat, die sich dann feiern lässt, als wären sie die Größten gewesen, Namen gar nicht nennen, kennt ja jeder, das ist vorbei, und ich glaube, das fällt Deutschland unglaublich schwer. Die Deutschland AG ist ja schon tot, viele trauen ihr noch nach, aber immer wieder sind die, sagen wir mal, die alten Recken, die tragen heute nichts mehr bei, die können dem nicht folgen, was passiert, und deswegen muss man sich auch das, ich habe das ja auch gemerkt, wenn ich die neuen Strukturen bei uns, die Start-ups, die Inhouse-Start-ups, all die Sachen, wenn ich das nicht toleriert, ich habe es ja gar nicht gefördert, ich habe mir ja völlig gesagt, das ist alles in Ordnung, ich habe das nicht kritisiert, ich habe das auch gar nicht vieles hinterfragt, weil ich bin da raus. Ja. Und ich glaube, das ist heute eine ganz große Aufgabe in den Familienunternehmen, wenn sie beharren und wenn sie nur, ich habe das tolle Beispiel von dem Herrn Mannekes, der macht die roten Stecker, das ist ein Hansdampf in allen Gassen und so weiter und ein bisschen, ja. Und der hat jetzt, habe ich jetzt gerade gelesen, sein Sohn macht das, und er hat die Stecker gemacht für die Elektroautos. Das ist natürlich super, ja, nicht? Ja. So etwas. Das muss gelingen. Ja, ja.
neben Ihren Tätigkeiten fürs Familienunternehmen haben Sie ja auch wenige andere Aufsichtsratsjobs gemacht, aber Sie haben auch zwei besondere Aufgaben mal übernommen. Und zwar einmal für die UNICEF und einmal für den ADAC. Ja. Können Sie ein bisschen erzählen, was da die Themen waren und wie Sie da rangegangen sind? Ja, UNICEF war mir eigentlich nicht bekannt. Ja, kannte den Namen, aber hatte nichts mit zu tun. Eine Freundin war dort ehrenamtlich tätig und rief mich dann an und sagte, Mensch, da geht's drunter und drüber, was kann man denn machen, hilf mir doch mal. Und ja, habe ich gesagt, ja, was, zeig mir mal eine Satzung, ja, das wusste nicht und so weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, ich helfe, und bin ich dann nach Köln und dann eine Riesenversammlung. Und dann bin ich da, musste man erst in die verschiedenen Stufen gewählt worden, das ging aber alles an einem Tag. Mhm. Und dann war der Vorstand gewählt und dann ging es um den Vorsitz. Und dann habe ich gesagt, wenn ich von dem Vorsitz dort bin, dann will ich auch die Nummer 1 sein, dann kann man was bewegen, und das ging dann. Dann habe ich das 10 Jahre gemacht. Was haben Sie denn da, also da ging es drunter und drüber, sagten Sie gerade so, was haben Sie denn da verändert? Es hat einmal verändert, dass nicht der Vorstand, das war der Fehler bei vielen Stiftungen auch, und es gab einen Vorstand und aus dem Vorstand war einer der geschäftsführende Vorstand. Der war also auf Augenhöhe mit den anderen, der war eigentlich sehr gut, aber hat ziemlich alles gemacht, was er wollte, und die anderen haben zugeguckt. Das habe ich schon mal geändert. Der Geschäftsführer ist hier und der Vorstand ist oben drüber, der Oberst sticht den unter. Mhm. Und der Vorstand, wenn er ehrenamtlich ist, hält er sich raus und macht das, was er tun kann, und die Geschäfte führt der Geschäftsführer. Mhm. Oh je, wollen Sie ein Wirtschaftsunternehmen aus uns machen, hieß es dann. Sagt im Prinzip ja, wir sind nichts anderes. Wir haben keine Aktionäre und keine Hedgefonds hinten, wir haben die Kinder hinten und wir wollen möglichst große Einnahmen mit möglichst geringen Kosten. So, das ist unser Ziel. Ja. Und wenn einer nicht gut genug ist, dann kriegt er ein Coaching oder er muss irgendwo anders arbeiten. Das geht ja nicht, wenn das in die Zeitung kommt, sag ich nicht. Also nach 2 Jahren war das alles gegessen und war riesig, riesig erfolgreich. Das heißt, ich kann mir das so vorstellen, bei der UNICEF in Deutschland, da haben Sie ja einen Ruf wie Donnerhall von dem, was Sie da verändert haben und aber auch bewirkt haben jetzt. Das war richtig gut, hat mir viel Freude und hinterher mit großer Anerkennung und alle und auch die Vorstandskollegen, die auch, und ich habe da viel gelernt. Tom Königs war der Vorstand, sagt Ihnen noch was, der hat mir dann irgendwann mal gratuliert zu Weihnachten oder Geburtstag und hat dann gesagt, ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich ihm mal einen persönlichen Brief schreibe und ihn gratuliere. Aber ich habe auch viel von ihm gelernt. Und so, und der Respekt und die Anerkennung, weil Grüne und so, politisch ist es ja nicht, aber ist natürlich schon jeder gefärbt in seinem, in seiner Sache. Da habe ich viel. Ja. Und wie sind Sie an die Aufgabe beim ADAC rangegangen? Ähnlich. Beim ADAC war eigentlich es gibt ja nicht den ADAC, der in München sitzt, sondern es gibt, glaube ich, 14 ADACs in Deutschland, alles rechtlich selbstständige Vereine. Hessen-Thüringen hat, glaube ich, 2 Millionen Mitglieder. Und der Meister sitzt da oben, nicht? Und er sagt, die Zentrale in München ist wie der DGB, so ein bisschen, nicht? Da werde ich dann auch machen, was sie wollen. Und der Lokomotivführer und der DGB sitzt hilflos da. Also insofern war das schwierige Gemengelage. Das zweite war genau, dass der ehrenamtliche Vorstand eigentlich alles gemacht hat und die Geschäftsführung und die drunter waren, die waren die Schreibkräfte, sag ich mal. Und diese Vermischung und auch, dass das Ehrenamt dann natürlich irgendwo eine Belohnung haben wollte. Auf die Gattin schon mal mit, und am Geburtstag muss man natürlich ganz was Besonderes machen, denn der macht ja alles ehrenamtlich und opfert sich ja auf und kriegt kein Geld dafür. Das ist dann so eine Gemengelage, wie sie in Deutschland ja üblich war. Nicht? Und das haben wir dann geändert. War sehr intensiv. Ich habe auch gelernt, dass in diesem Gremium, dem ich war, dem Beirat, einen Vorsitz braucht man nicht. Also wenn Sie den Sprecher machen, dann genügt das ja. Unser Verfassungspräsident, der
Ja, wäre exzellent, aber dann habe ich immer gesagt, jetzt, ich werde auch hier wohl ausreden dürfen. Ich sagte, ja, aber die anderen wollen auch gern mal was sagen. Also auch intern in dem Gremium war einiges Geschick erforderlich. Und wir haben das ja dann denen aufgeteilt, dass es auch steuerlich sauber war und so. Und ich habe dann kürzlich nochmal den früheren Präsidenten getroffen, Herrn Makel. Ich sagte, irgendwie läuft es denn so, Herr Makel? Ja, er sagt, ich bin ja so dankbar, dass Sie da alles so mitgemacht haben. Aber es ist jetzt schon anders. Ich bin ja Aufsichtsratsvorsitzender von der SE. Und da wollte ich jetzt dem Vorstand mal was sagen. Da hat er gesagt, Sie sind Aufsichtsratsvorsitzender. Und ich so, das ist schon gewöhnungsbedürftig. Aber er sagt, das ist okay. Also, was nehme ich jetzt mit? Eigentlich die Prinzipien, die Sie im Familienunternehmen vorgelebt und etabliert und geschaffen haben, sind eigentlich ähnliche Prinzipien, die sowohl bei der UNICEF als auch in diesem besonderen Konstrukt beim ADAC wunderbar funktioniert haben. Wenn Sie mal tiefer gehen würden, wenn ich schöner wäre, mehr Zeit hätte, würde ich mir zum Beispiel die AWO mehr vornehmen. Mhm. Unglaublich. Auch beim Roten Kreuz, denke ich mir, könnte man einiges verbessern. Das sind diese etwas ohne größere Aufsicht, viel Ehrenamt, viel Engagement und auch immer ein bisschen, wenn ich Gutes tue, dann brauche ich eigentlich keine Regeln. Oder wenn keiner genau hinguckt, dann kann ich auch mal in die Kasse greifen, wie bei der AWO. Ja. Einschließlich das Frankfurter Oberbürgermeisters Gattin. Mhm. Das hat er aber nicht gewusst. Mhm. Ja. Ich stelle am Ende immer dreimal drei Fragen, die ich immer stelle. Und das würde ich auch heute so machen. Und also als erstes würde ich gerne wissen, was war denn der beste Ratschlag, den Sie einmal bekommen haben? Ich glaube, der beste Ratschlag war von meinem Vater, der gesagt hat, trau dich. Trau dich, du kannst das. Ich hatte gesagt, ich kenne die Wirtschaftsgrößen in Deutschland und du wirst sehen, da ist am Ende keiner besser, als du es mal werden wirst. Mhm. Das hat mir unheimlich, dieses Vertrauen und nicht dieses Besserwissen und sagen, du bist noch klein oder du musst noch sehen, dass du mal in meine Schuhe reinpasst und so weiter, sondern sag, du kannst das. Mhm. War da 29, 30 oder sowas. Ja. Mhm. Und was haben Sie von Ihren Töchtern gelernt? Ja, dass ich mich aus der Erziehung Ihrer Kinder raushalten soll. Habe ich auch gemacht dann. Ja, und vor allen Dingen auch von meiner Frau, dass man selbst auch zu den Männern gehört, die den Frauen nicht die gleichen Rechte und die gleiche Anerkennung überall gewährt haben. Und man da noch ein bisschen lernen muss, zu gendern oder sowas. Ja. Und das ist sicher tiefer in unserer Gesellschaft drin und wächst so langsam raus, dass man den Frauen über Quoten alleine, wird man das nicht hinbekommen, aber die Quote hilft zumindest mal, dass sich die Unternehmen auch Mühe geben und den Frauen. Und ich ertappe mich heute noch, ich habe ja noch eine Stiftung, ja, also ich bin der Vorsitzende von der Stiftung, einige Damen sind, denen ich weniger zu tun hatte, weil es den Geschäftsführer gibt, der im Moment erkrankt ist und jetzt sehe ich, wie gut die sind und was die alles können, was man vorher, ich hatte so ein bisschen nicht so die Idee, nicht? Man sieht das, sieht die immer noch ein bisschen als Vorzimmer. Ja, wir sind ja hier von Contora und unser Claim lautet ja, wir verstehen Vermögen. Deswegen die Frage an Sie, was bedeutet denn für Vermögen für Sie ganz persönlich? Ja, ich unterscheide bei meinem Vermögen zwischen den Anteilen am Unternehmen, das ist ein Durchgangsposten, den habe ich bekommen und den habe ich eigentlich schon weitgehend weitergegeben an meine Kinder. Und erwarte von denen, und das wissen die auch, dass sie es auch weitergeben, solange das Unternehmen besteht. Deswegen, wenn es dann heißt, der ist ja ein großer Millionär, das muss man erstmal abziehen. Das habe ich zwar, aber das ist daneben habe ich mein eigenes Vermögen. Mhm.
auch ordentlich gewachsen ist, um das ich mich kümmere. Und es gibt natürlich Sicherheit, es gibt Ruhe und macht auch Spaß. Ja, wunderbar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie heute mit dem Fahrrad hier hingekommen sind. Es hat große Freude gemacht mit Ihnen und ich glaube, es gibt viele, ich definitiv, die ganz viel von Ihnen lernen können. Von daher vielen Dank, dass Sie Ihr Wissen mit uns geteilt haben. Ja, Dankeschön. Freut mich und das Wetter ist schön, dann kann ich noch ein bisschen weiter radeln. Wunderbar, vielen Dank.